Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns auf dem Konfi-Kanal zu einer neuen Folge von GTA Vice City Stories. Ja, nachdem wir im letzten Part Phil Collins hier in Vice City willkommen heißen durften, habe ich mir gedacht, komm, Gonzales auf dem Golfplatz, da kann er noch ein bisschen rumeiern, kann noch ein bisschen trainieren. Wir widmen uns da wieder Reni, machen jetzt erstmal mit diesem Handlungsstrang weiter und schauen mal, was er sie es als nächstes für uns zu tun hat. Say cheese. God, 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 that is boring, terrible. I'm a hack. Oh, conventional drivel. Hey, Rainy, you got some contacts for me? Darling, two serious purchases of enormous quantities of uncut cocaine grow on trees. Maybe in your town, but not in mine. Okay, then why do you keep calling me over here? Look, I'm in this to make money for my brother. I don't have time to waste. Darling, that is beautiful. One day, I will make a film like that. Two brothers. One is a dog, the other a librarian. Love blossoms between a man and a pig. Three swans die. The end. Genius. Whatever you say, but in the meantime, I've got a business to run. I've got to make some money. But darling, wait. If it's money you need, maybe you can breathe some life into this bloody fucking mess. Somebody burn the script. Let's make art, people. Lasst uns Kunst machen. Reni will ich als Fahrer für eine rasante Verfolgungsszene. Mal wieder. Also wir dürfen wohl mal wieder den Stuntman spielen, wie es aussieht. Diesmal allerdings geht's zum Pier. Mit einem Jetski. Diesmal nicht mit dem Auto, sondern mit einem Jetski. Sehr schön. Okay, die wollen wir die? Nö, die will ich nicht. Obwohl die ist eigentlich nicht schlecht, habe ich schon letztens gesagt. Egal, zu spät. Folge der Route, wenn du die erste Markierung erreichst, fängt die Kamera an zu filmen. Das sieht mir ja nach einem klassischen Checkpoint drin hier auf dem Jetski aus. Ja, wir benutzen die Rampe für jeden Checkpoint. Gibt es nochmal extra Zeit, wie wir sehen. So. Nach links abbiegen. Na. Bisschen schwer zu steuern, das Jetski, wenn man einmal so ein bisschen die Kontrolle verliert, so an sich. Kein großes Ding, aber wenn man einmal so ein bisschen ins Trudeln kommt, bis man den dann wieder hat, dauert das ein bisschen. Aber das mit dem Zeitlimit, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, man bekommt genügend Sekunden immer drauf, dass man sich ja locker mal ein Polster anfertigen kann. Da haben wir schon die nächste Rampe vor uns. Wenn ich mich recht erinnere, ich schätze mal, das ist dann mit dieser Mission. Es gibt hier nämlich auch dann beim Filmstudio Jetski-Rennen. Direkt so als Nebenaktivität. Ich glaube, das sind auch Checkpoint-Rennen gewesen. Die spielt man sich dann bestimmt auch hier mit frei. So, scharf nach links. $27 mal zwischendrin für einen doppelten Irrsinn-Stunt. Sehr schön. Der Hubschrauber natürlich nah bei der Actionfilm ins hier. Ja, Dankeschön. Ich frage mich zwar, wo hier die Verfolgung ist, weil es hieß ja Verfolgungsszene. Mit Verfolgung sehen wir gerade nichts, aber vielleicht hat der, den wir verfolgen, einfach einen riesigen Vorsprung. Okay, und ich glaube, wir springen an Land. Steig auf das Motorrad, okay. Also wechseln wir das Fahrzeug. Zeit läuft natürlich weiter. Und jetzt geht der Rest dann mit dem Motorrad vonstatten. Ne? Sehen wir nichts durch den Busch. Was für ein Stunt. Hier am Phil Collins Hotel vorbei. Vielleicht schaut doch mal aus dem Fenster und sieht uns. So, die Autos stehen hier aber alle komisch. Natürlich auch wieder mitten im fahrenden Verkehr hier. Ui. Okay, nicht cool. Aua. Aber wir haben ein Zeitlimit mittlerweile von einer Minute. Ich glaube, das ist kein großes Problem. Das Zeitlimit ist hier mehr als gemütlich. So, einmal durch die Gärten hier durch. Und da ist auch schon das Ziel. Das ging ja schnell. All because she can't get enough. Kök.
Sieht aus wie ein Käse. $850 Belohnung. Wir haben also... Ja, komm zum Schatz, jetzt 5 Stühle zurück und nach weiter Geschwindigkeitsausforderung suchst. Wir haben also einen Käse. Ich glaube, das war halt ein Käse. Das sah aus wie ein Käseleib zum Runter, ne? Einen Käse verfolgt. Einen Werbespot für Köck. Und weil die Amerikaner, Engländer, alle, außer die Deutschen, natürlich kein Ö kennen, waren sie nur auf der Suche nach Cock. Move your bitch ass, genau. Ja, das war's dann erstmal für Reni, wie es ausschaut. Wir haben dann jetzt nur den guten Gonzales noch als Missionsgeber. Mal gucken, ob der auch mitten in der Nacht noch auf seinem Golfclub oder in seinem Golfclub rumlummert. Wobei es ist ja nicht sein Golfclub, aber anscheinend ist er da ziemlich lang beschäftigt, wenn er da die ganze Zeit auf uns wartet. Wenn wir da wieder den Metalldetektor umgehen wollen, wie man das bei Vice City eigentlich ganz gerne macht, brauchen wir aber noch ein Auto. Ich hoffe mal, das ist wie bei Vice City und der Komet spawnt einfach vorm Golfclub oder irgendein anderes Auto meinetwegen. So, und dann können wir uns auch mal meinen Gefallen für den Herrn Gonzales widmen. Natürlich steht hier kein Auto, hier steht zumindest mitten auf der Straße ein Bestechungsgeld. Gut zu wissen, kann man sich merken, ich möchte aber ein Auto. Ich brauche ein Auto. Hier, gib mir mal dein Auto. So. Ja. Ich möchte nämlich meine Waffen behalten. Ich sehe es doch nicht ein, hier meine Waffen abzugeben. Bei dem scheiß Metalldetektor. Ich hoffe mal, das funktioniert noch. Sieht gut aus. Die Chance ist zumindest immer noch da. Oh ja, die alten Tricks. Ich gucke nur noch mal kurz hier rein. Ja, Metalldetektor, Security. Alles wie man es kennt. Na? So, Dankeschön. So. Ja, guck doch blöd, hä? Wie ich hier mit meiner Waffe stehe. Ja, guck doch blöd. Zumindest gibt es hier mal einen fixen Caddy-Spawn und ich sehe, dort ist ein Rampage. Wollen wir mal wieder ein Rampage versuchen? Das haben wir ja ewig nicht gemacht. Sollen wir hier mit einem Golfschläger Golfer verkloppen oder wie? Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. So, mit Granaten, 20 Sharks, okay. Spawnen hier auch welche? Schießen auch schon auf uns. Ah, ferngezündete Granaten, okay. Und 6 Stück schon mit der ersten Granate, nice. So, ich denke, das sieht machbar aus. Jetzt spawnen hier auch zumindest ordentlich welche. So, 14. 17. Ja, easy. So, da rennt noch einer hin. 19, noch einer. Hier, fangt. Sehr schön. Das war ja einfach mal komplett mega easy. Okay, einer möchte uns noch hauen. Die Security kommt auch schon an. Die anderen Sharks sind auch noch da. Ich würde sagen, ja, hau den Krankenwagen. Wir verpissen uns einfach mal Richtung Gonzales. Alles Sirene aus. Und das war ja ein entspannter Rampage. Da gab es keine großen Probleme, aber haben wir gern mitgenommen, easy. So, Herr Gonzales, hier am Driving Range wartet er direkt auf uns. Schauen wir mal, was mit ihm nun so ist, nachdem wir ihn ja schon in der einen Mission, wo wir das Cuxhur Cortez bewacht haben, kennengelernt haben. Homes on the Range. Ah, Vic. Building. I hope you play golf. Sure. I've played a round or two. I play around all the time. But don't tell my wife. Vic, I find the way a man plays golf says much about him. Really? See, for instance, I trusted Jesus over there, yet he betrayed me. I should have known better. He's a terrible golfer. Let's see if I like the way you play, huh? Then maybe we do business. Der arme Jesus. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich Golf spielen. Und wie es aussieht, müssen wir den armen Jesus, wie er da an der Boje hängt,
Treffen. Drücke X, um die Kraft des Schlags festzulegen. In ihrem grünen Bereich ist desto besser, das ist klar. Sehr schön. Und dann X, um die Genauigkeit. Umso näher im grünen Bereich. Ja, ja, ist klar. Okay, das war scheiße. Der geht vorbei. RIP. Das gefällt dem guten Gonzales bestimmt nicht. Da werden wir vielleicht bald enden wie Jesus. I have a deal coming up very soon, Vic. Okay, der ist ja noch richtig beschissen, der Gonzales. Der kann überhaupt nichts. Der redet von guten und schlechten Golfern und wenn der so spielt. Ah, fuck. Ja, aber könnte vielleicht noch. Okay, übertreib halt. Well played, Vic. Thanks. Regard this as a down payment on your services. I'll be in touch. Okay, das ging schnell. $1000? Jetzt haben wir einen Golfschläger bekommen. Das ging tatsächlich sehr schnell, diese Mission. Und wir haben eine Nachricht von Lance. Pass auf dich auf, Bruderherz. Man erzählt sich, Martinez ist nicht mehr im Zeugenschutzprogramm. Uiuiui, macht der gute Martinez uns etwa vielleicht bald schon wieder Ärger? Wir haben eine Mission bei Gonzales, wir haben eine Mission bei Lance, wir können jederzeit wieder herkommen, um den Schlag zu verbessern. Wo denn? Ich möchte eine Runde Golf spielen, bitte. Wir können uns das ja mal anschauen, wenn wir schon mal hier sind. Ach, da unten, okay. Golfkonflikt. Dürfte auch Part der 100% sein. Schlagen den Highscore von 500 Punkten, um diese Runde zu bestehen. Okay, wir haben 5 Versuche. Oh, fuck. Oh, fuck, der war richtig mies. Ist nicht mein Golftag hier heute. Ah, oh, 106 Punkte. Selbst wenn wir diesen Rhythmus beibehalten, schaffen wir das. Ah, fast. Ah, könnte die Boje treffen. Trifft die Boje. Sehr schön. 132 Punkte plus 50 Punkte Bojenbonus. Ich denke, die 500 Punkte sind ein leichtes. So, der nächste, der trifft ganz genau. Nochmal 132 Punkte, obwohl der Schlag eigentlich besser war wie der letzte. Aber gut, uns fehlen bloß noch 30 Punkte. Wir haben aber noch 2 Schläge. Die können wir jetzt auch vollkommen verhauen. Wir würden, glaube ich, trotzdem die 30 Punkte bekommen. So, geht aber auch wieder ganz genau auf die Boje. So, wieder 132 Punkte. Wegen der Distanz wird es Maximum sein. So, auch die 5. Runde, die müssen wir trotzdem noch machen. So, komm, gib uns wieder unsere 182 Punkte. Ich weiß nicht, wenn man die Kraft halt über den grünen Bereich macht. Oh, sogar 133 diesmal. Wenn man die Kraft über den grünen Bereich macht, dann schlägt man doch eigentlich weiter. Müsste ja noch mehr Punkte geben. 135 Punkte Highscore zumindest. Aber ich denke mal, durch den 50 Punkte Bojen-Bonus macht mit einem Endeffekt trotzdem mehr gut. Das gab dann nochmal $1000. Und ja, ich glaube, das war bestimmt Teil der 100%. Ich weiß nicht, komme ich hier nächstes Level? Wir versuchen es einfach nochmal. Ne, wir müssen jetzt bloß unseren eigenen Highscore schlagen. Also, das war schon das Ganze. Ja, können wir auch mal vorspulen, so, zack. Das war schon das ganze Golf-Minigame. Da gibt's nicht mehr. Da gibt's nicht mehrere Level oder so. Wir haben es einmal gespielt, wir haben es geschafft. Und damit hat sich das dann auch erledigt. So machen wir hier Schnellprogramm. Vielleicht können wir es ja zumindest nochmal schlagen, unseren Highscore. Den ersten Schlag hatten wir ja vorhin nicht so richtig gut getroffen. So, zack. Jetzt haben wir jetzt beim dritten Schlag schon über die 500 Punkte, wo uns vorher noch 30 Punkte gefehlt haben. So. Zack. Den dürften wir nochmal schlagen, den Highscore. Aber viel mehr dürfte nicht drin sein. Na, da geht ein kleines bisschen daneben. Aber trotzdem, es geht ja um die Reichweite, nicht um die Genauigkeit. 913 Punkte. Nochmal einen neuen Highscore aufgestellt. Ja, gibt auch kein Geld mehr. Ich denke, wir sind hier im Golfclub fertig. Zumindest mit Golf. Kann mir vorstellen, dass es hier im Golfclub bestimmt auch irgendwo noch vielleicht einen Luftballon oder sowas gibt in einem Baum. Nicht ins Wasser fallen. Na? Aufstehen. Ah.
Oh, schönes Lied im Hintergrund. Ich möchte am liebsten lauter machen, aber ich habe noch keinen Part hochgeladen. Da werde ich dann auch schlecht irgendwie ein bisschen auf Kommentare eingehen können, weil ich halt sehr viel im Vorhinein aufnehme, weil ich halt nicht weiß, wie es zeitlich so aussieht, wie ich immer mit dem Aufnehmen dazukomme und ich irgendwie keinen Leerlauf in den Parts haben möchte, sondern dann schon ein Projekt wirklich regelmäßig hintereinander weg aufnehmen möchte. Von daher nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich irgendwie gameplaymäßig nicht auf Kommentare eingehen kann, aber ich möchte lieber da. Es ist beides wichtig. Oh, da drüben ist noch ein Rampage. Aber ich möchte eigentlich dieses Projekt eigentlich sehr gern ununterbrochen durchgängig veröffentlichen. Wie kommen wir denn da drüben an das Rampage mal noch ran? Das ist die Ausdauermarsch. Kann man da drüben an Land gehen? Wir können ja schwimmen theoretisch, aber ich glaube, das ist zu hoch. Da müssen wir bestimmt über den Golfclub ran. Hier ist auch, da müssen wir bestimmt über den Golfclub ran. Dann müssen wir da nochmal rein. Das Auto da holen wir nicht ein. Wir brauchen da wieder ein Auto. Wie gesagt, ich möchte meine Waffen nicht abgeben. Dann machen wir zumindest hier mal noch einen Rampage da unten. Dann haben wir da wieder ein bisschen was anderes in dieser Folge gemacht. Nur schade, dass ja auf dieser Straße, wo wir gerade sind, auf der Brücke so gut wie nie Autos spawnen. Zumindest hier in dem Golfclub-Teil. Das war schon bei Vice City so. So, die stehen wieder mit ihren Ampeln hier so komisch. Guck mal den Manana hierher. Krasser Kerl in so einem Wagen. So, und dann schauen wir uns mal an. Ich weiß gar nicht, ob die Rampages auch Teil der 100% sind. Also ich kann es mir vorstellen. Vermutlich, aber so 100% sicher bin ich mir nicht mal. Eigentlich sowieso schon komisch, dass hier in der deutschen Version die Rampages überhaupt drin sind. Ich stehe ein bisschen zu weit weg mit meinem Auto hier. So. Von daher, vielleicht sind die da nicht Teil der 100%, aber an sich könnten, strich dürften sie es eigentlich sein. Aber wenn wir mal eins sehen, wir haben ja bisher auch wirklich nicht so viele gesehen, aber wenn wir sie mal sehen, können wir sie ja auch mitnehmen. 10 Sharks in 2 Minuten mit dem Golfschläger. Da ist der Rampage, den ich ja eigentlich schon erwartet habe, dass wir hier im Golfclub einen Golfschläger benutzen müssen. Wenn jetzt hier noch ein paar Sharks... Okay. Alle auf dem. Und alle wollen sie auf uns. Einfach rein in den Haufen. Wir können hier leider in der deutschen Version zumindest nicht auf Leute, die auf dem Boden liegen, einschlagen. Weil das würde es noch ein bisschen einfacher machen, aber wir stellen sie einfach in den Pulk und schlagen um uns. Wir sind schon bei 6 von 10. Okay, jetzt wurden wir umgeboxt. Okay, einer hält uns fest. Ja, steh auf, Vic. Wir machen uns hier erstmal ein bisschen Luft. Und dann geht's weiter. Na los. 8. Schön. Lasst mich weg. Ich muss los. Ciao. Ich glaube, in den Caddy einsteigen ist ein Todesurteil. Die ziehen uns eh gleich wieder raus. Aber nächsten Spezialauftrag geschafft. Wieder ein kleines bisschen Kleingeld uns besorgt. So, wo sind denn überhaupt unsere nächsten Missionsgeber? Lance ist hier in seinem Haus. Das habe ich mir gedacht. Wo steckt denn Gonzales? Gonzales steckt hier. Okay. Ist ja relativ in der Nähe von uns. Und ich würde sagen, wir haben dann heute mal einen kleinen, kürzeren Part. Aber wir sind ja trotzdem uns in knapp 20 Minuten angelangt. Wir hatten ja im letzten Part durch die langen Taxifahrten ein bisschen Überlänge. Ich weiß, Taxi ist auch nicht so das Interessanteste etc. Aber meine Partlänge ist ja sowieso eigentlich Standard um die 20 Minuten herum. Meistens liegen wir ja ein paar Minütchen drüber. Und dann sind wir heute eben ein paar Sekündchen unten drunter. Ich fahre noch zu Gonzales. Da können wir dann in der nächsten im nächsten Part ja gleich starten. Haben zwar nicht mehr die volle Schutzweste, aber das bekommen wir schon hin. Da bin ich optimistisch. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dann.